Der neue an der Pariser Straße ist wirklich ganz neu für Rasta. Erstmals in der Clubgeschichte trainiert ein Serbe die Fechter Profis. Ein frischer Ostwind zieht durch den Rasta-Dom. Offen und ehrlich, humorvoll und direkt ist Vladimir Lucic auf und abseits des Feldes. First I want to say hello for everybody. Zunächst einmal möchte ich allen Hallo sagen. Ich freue mich sehr, hier bei Rasta sein zu können. Da wir erst ein paar Trainings hatten, kann ich noch nicht so viel sagen. In der ersten Einheit aber wurde schon mal gut gearbeitet und ich hoffe, dass es in die richtige Richtung geht. How is players work today and yesterday, and I hope everything be good in the future. Zumeist östlich von Deutschland hat sich die Trainerkarriere von Vladimir Lucic bisher abgespielt. Die begann nach zwei Kreuzbandrissen bereits vor 21 Jahren parallel zum Sportstudium in Belgrad. Es folgten Stationen in Rumänien, Österreich, erneut in Serbien und zuletzt in Ungarn. Oh yeah, I'm from Serbia. Ich komme ja aus Serbien und dort ist Basketball viel mehr als nur Sport. Basketball ist das Leben. Und als ich jetzt das Angebot von Rasta bekommen habe, habe ich mich sehr gefreut, weil hier Basketball ebenfalls gelebt wird. Ich verfolge den Club seit Jahren, habe viele Spiele gesehen und bin begeistert, wie die Fans den Club unterstützen. Das ist schon von der Atmosphäre her nah dran an Serbien. Die Halle ist voll, das Team wird immer angefeuert. Ich hoffe, das wird auch in Zukunft so sein und dass wir viele Spiele gerade zu Hause gewinnen. Dabei helfen soll auch er, Tawan Adji. Der 2,3 Meter große Big Man ist seit Dienstag im Teamtraining. Nach seinem Rookie-Jahr in Bulgarien begann er die aktuelle Saison in Israel. Der am Freitag 24 Jahre alt werdende US-Amerikaner scheint nicht selten ein Kandidat für ein Double-Double zu sein. This is position 5. Tawan soll uns natürlich beim Rebounding unterstützen. Da hatten wir in den letzten Spielen große Probleme. Er hat schon einige Erfahrungen gesammelt, gute Leistungen in Bulgarien und im Europapokal gezeigt, auch in Israel. Er ist erst ganz kurz hier, aber ich hoffe, dass er uns gleich sehr helfen kann. Only one day with us, but I hope this guy is help out too much. Am Samstag debütieren Lucic und Adji gemeinsam in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro A für Rasta im Derby gegen die Eisbären Bremerhaven. Der Tabellensechste verlor seine ersten 3 Saisonspiele, gewann seitdem aber alle 5 weiteren Partien. Bremerhaven imponiert durch seine Offense, hat mit Kevin Jebo den besten Scorer der Liga in seinen Reihen. Wenige Fouls und wenige Ballverluste sprechen genauso für die Eisbären wie deren Effektivität. Wir sind dabei, das Spiel vorzubereiten. Bremerhaven hat eine wirklich gute Mannschaft mit sehr guten Spielern, die zum Teil schon BBL-Erfahrung haben. Aber das hier wird ein Derby und ich habe meinen Spielern gesagt, im Rasta-Dom müssen wir vor niemandem Angst haben. Angst und Bange wurde dem ein oder anderen Fan, allerdings bei Rastas Auftritt in Bochum. Beim Aufsteiger trafen die Fechter am Sonntag im ersten Viertel nicht einen Zweier, hatten am Ende nur 67 Punkte auf dem Konto. Dass sie in den letzten Sekunden dann sogar noch zweimal die Chance auf eine Verlängerung hatten, war fast schon aberwitzig. Natürlich möchte ich nach dem Spiel in Bochum und dem Trainerwechsel eine Reaktion von den Spielern sehen. Vor allem will ich, dass wir hart arbeiten, denn aus harter Arbeit entspringen gute Resultate. Ich weiß, dass sich alle hier, vor allem unsere Fans, mehr Siege wünschen. Unsere Fans möchte ich daher bitten, zu kommen und uns anzufeuern. Das Bremerhaven-Spiel ist sehr wichtig für uns. Und ich bin mir sicher, mit unseren Fans im Rücken haben wir eine Siegchance. Schon rund 2700 Tickets sind für das Derby verkauft. Saisonrekord. Das Debüt von Vladimir Lucic, dem ersten Serben auf Rastas Trainerbank, hätte also auf kein besseres Datum fallen können. Weitere Karten gibt's schon ab 10 Euro online auf www.rasta-fechter.de oder am Samstag ab 18 Uhr an der Abendkasse.